Beatrice Egli gibt zu, dass sie bald heiraten wird. Silbereisen wird in der Geschichte erwähnt. Schweizer Popmusikfans sind von den neuesten Nachrichten über die berühmte Sängerin Beatrice Egli begeistert. In einem exklusiven Interview mit einem Top-Magazin gab Egli zu, dass sie bald heiraten wird. Das Besondere ist, dass dieses Ereignis in direktem Zusammenhang mit dem in ihrer Story erwähnten Sänger Florian Silbereisen steht. Ankündigung von Beatrice Egli. Während des Interviews verriet Beatrice Egli Details über ihre Beziehung. Sie konnte ihre Freude nicht verbergen, als sie über ihre Heiratspläne sprach. Wir haben gemeinsam viele Höhen und Tiefen durchgemacht und ich denke, dass dies der richtige Zeitpunkt für uns ist, offiziell ein neues Kapitel unseres Lebens aufzuschlagen, sagte Egli. Das konkrete Datum nannte sie nicht, betonte aber, dass die Hochzeit in naher Zukunft stattfinden werde. Silbereisen in einer Liebesgeschichte. Auch Florian Silbereisen, Eglis aktueller Freund, wurde im Interview erwähnt. Beatrice Egli äußerte anerkennende und liebevolle Worte für Silbereisen. Florian ist ein wunderbarer Mann. Er unterstützt und versteht mich immer. Wir sind nicht nur Liebhaber, sondern auch enge Freunde, teilte Egli mit. Silbereisen, bekannt für seine Musikkarriere und Fernsehshows, hat maßgeblich zu Eglis Glück beigetragen. Informationen über die Ehe von Beatrice Egli verbreiteten sich schnell und erregten große Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und bei den Fans. In den sozialen Netzwerken wurden tausende Glückwünsche an Egli und Silbereisen verschickt. Die Fans äußerten ihre Freude über diese Nachricht und freuten sich auf die Hochzeit des Paares. Statement von Silbereisen. Auch Florian Silbereisen meldete sich nach dieser Information zu Wort. Er drückte seine Freude aus und freute sich auf den großen Tag. Beatrice ist eine tolle Frau und ich habe großes Glück, sie in meinem Leben zu haben. Wir warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem wir offiziell Ehemann und Ehefrau werden, sagte Silbereisen. Das Liebesleben von Beatrice Egli und Florian Silbereisen ist für Fans weiterhin eine Quelle der Inspiration und Freude. Mit der Nachricht von ihren Heiratsplänen hat das Paar bewiesen, dass Liebe und gegenseitige Unterstützung jede Herausforderung meistern können. Wir freuen uns auf die glücklichen Momente ihrer bevorstehenden Hochzeit. Gilt es sich die schönste Mutter-Sohn-Beziehung. Einen Monat später zog Daniel in Simones Wohnung ein. Sie half ihm, sein Leben in den Griff zu bekommen, und er belohnte sie mit der Liebe eines Sohnes. Daniel fing sogar an, sie Mama zu nennen. Er erzählte ihr, dass er keine Familie hatte, nur eine Schwester, mit der er sich nicht verstand. Sein Vater hatte ihn verlassen und seine Mutter war kurz darauf verschwunden. Aus diesen wackeligen Anfängen hatte sich eine neue Familie geschmiedet, nur sie beide. Jetzt, ein paar Jahre später, blinzelte Simone und versuchte, den Nebel der Trauer zu vertreiben, der ihre Sicht trübte. Es war der Sarg, das wurde ihr klar. Es war nicht nur seine grausame Endgültigkeit. Irgendetwas stimmte nicht. In dem unbarmherzigen Neonlicht sah das Maragoni-Furnier billig aus.